Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montag, dem 9. Januar. Ich grüße ganz herzlich zur heutigen Sendung. Nachdem wir heute Morgen schon den Jens Klatt hatten bei DAX Long Short und dem Morning Meeting, möchte ich jetzt mal hier einen Blick auf die US-Indizes werfen oder vielmehr hier dem Dow Jones im Speziellen, um mal zu sehen, was denn hier so abläuft. Ja, die Marke von 20.000 Punkten ist das große Thema. Und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, werden wir die jetzt nachhaltig überwinden oder nicht? Auf jeden Fall hat die psychologisch gesehen einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wir sehen hier mal die Dow Jones-Einschätzung noch aus Dezembertagen. Dann wurde ja genau eben präferiert, dass wir hier in Richtung 20.000 laufen. Bisweilen eben hier der klare Touch noch nicht vollzogen, beziehungsweise eben der Sprung darüber. Wir sehen aber auch die Steilheit seit der Trump-Wahl, beziehungsweise seit der US-Wahl mit Trump-Sieg sozusagen, hier vom November ausgehend. Und das ist hier schon eine sehr, sehr steile Geschichte. Dennoch, the trend is your friend. Und wenn der Markt eben hier nach oben will, wie will man ihn denn aufhalten? Grundsätzlich aber haben wir hier so ein bisschen eine kleine Topic-Bildung. Man sieht zumindest, dass der Preis hier kurz vor der 20.000er-Marke nicht so recht weiterkommt. Und das mahnt durchaus zur Vorsicht. Wenn wir jetzt vom Dow Jones ausgehend in den Stundenchart wechseln, hier die 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers, dann haben wir hier natürlich auch das Bild, dass wir hier oben einen Widerstandscluster aufgebaut haben. Und diese Zone werde ich jetzt mal hier ein Stück weit markieren, damit wir den Dow Jones mehr oder weniger mal ein Stück einfangen, um uns eben auch hier mal ein Bild zu machen, was denn noch passieren könnte im Laufe der nunmehr anstehenden Woche. So, klare Widerstandszone hier definiert. Was wir haben vom Januar ausgehend, Schrägstrich hier von den Bewegungen Ende Dezember, dass wir hier einen Aufwärtsimpuls sehen. Also die Konsolidierung ging recht tief. Jetzt können wir aber hier in der 24-Stunden-Indikation tatsächlich relativ gut sogar eine Aufwärtstrendlinie skizzieren. Machen wir die aber grün. So. Und zudem, wenn wir mal hier das Tief 19, 20 Uhr tief nehmen und hier das Hoch von 18 Uhr, also einmal das Hoch hier vom Januar Handelszeit und einmal das Tief hier vom Dezember, hoppala, vergesse das Muster. Da werden wir mal die Fibos auflegen und auch nochmal hier so ein Stück weit eingrenzen, wie weit wir denn hier zurücklaufen können im gegenwärtigen Modus. Dow Jones, wie gesagt, heute schwächer. Und da sehen wir schon ein interessantes Verhalten. Also hier die Impulsbewegung von Ende Dezember bis Anfang Januar. Aktuell hier dieser Rücklauf. Hier in der 24-Stunden-Indikation, wie gesagt, die Preise laufen hier sozusagen seit dem Morgen durch. Und da sehen wir jetzt hier diese Aufwärtstrendlinie hier, das 38er Fibonacci-Level. Und da kann man durchaus schon sagen, dass der Preis im Prinzip hier seinen Gros der Abwärtsbewegung vollzogen hat und im Idealfall jetzt nicht mehr nach unten wesentlich tiefer wegbrechen sollte. Gehen wir hier von dem bullischen Grundton aus, der sich hier durchaus fortsetzen könnte. Dann sollte sich der Dow Jones hier im Bereich 19.875 Punkte, 19.870 Punkte etwas stabilisieren und hier nochmals eine Attacke in Richtung 20.000 starten können. Auch wenn wir überhitzt sind, auch wenn die Lage natürlich hier ein Stück weit heiß scheint, der Markt hat hier noch keine wirklichen Umkehrsignale, bis auf die kleine Top-Bildung, die wir eben hier oben sehen. Aber ob das eben jetzt wirklich der Grund des Zusammenbruchs sein sollte, das bleibt nochmal abzuwarten. Aktuell sehen wir einfach eine Konsolidierung von diesem oberen Level und möglicherweise einen Schwung holen. Und wenn wir das mal jetzt vom Bias her positiv betrachten, dann gehen wir mal davon aus, dass der Dow Jones sich hier im Idealfall fängt, gerade schon dann am 38er Fibonacci-Level. Je früher sich ein Markt fängt, hier im Sinne der Konsolidierung, die auch gegenwärtig zu sehen ist, desto besser für das gesamte Umfeld und desto besser natürlich dann auch hier für weitere neue Hochs. Ansonsten nehmen wir hier in der Regel den S&P 500 unter die Lupe, da dieser natürlich auch wesentlich aussagekräftiger ist und natürlich auch unter Future-Gesichtspunkten der Index schlechthin. Und dieser hat auch hier, wenn wir uns jetzt mal da die Saisonalität reinholen, dann hat er natürlich auch ein Stück weit Rückenwind für den Dow Jones. Sehen wir hier, dass die nächsten Handelstage grundsätzlich positiv verlaufen sollten. Also bis Mitte Januar hinein sehen wir jetzt nicht wirklich negativen Rückenwind und könnte den Dow Jones also infolgedessen auch durchaus zur Marke von 20.000 Punkten treiben.
Setzen wir allerdings zu tief zurück. Und was meine ich mit zu tief? Da gehen wir hier anhand des goldenen Schnitts und des Fibo-Levels sozusagen unter die gute 2/3-Korrektur. Noch nicht ganz, das wären 66%, aber hier unter das 61,8er Fibo-Level. Und das wären hier speziell Preise unter 19.825, 19.820. Geschieht dies im Laufe, ja, des heutigen Tages sicherlich nicht, aber wenn das morgen passiert, beziehungsweise im weiteren Wochenverlauf, dann wäre anzunehmen, dass der Markt dann auf jeden Fall hier die Tiefs von Ende Dezember nochmal anläuft. Und dann sind wir relativ schnell 100 Punkte tiefer, wie wir sehen. Der Bereich von 19.725 Punkten wäre dann das nächste Ziellevel. Das kann man mal so grob für den Dow Jones als Fahrplan skizzieren. Die Möglichkeit, dass wir uns hier im Bälde stabilisieren und wieder anziehen, sind gegeben. Also durchaus gute Chancen im Prinzip. Geht es allerdings zu tief zurück, speziell unter 19.825 Punkte, da muss man dann doch durchaus davon ausgehen, dass wir hier eben die Dezember-Tiefs anlaufen und dann auch neue, ja, mehr Wochentiefs generieren könnten, was dann dafür spricht, dass der Dow Jones ein Stück weit Luft ablässt. Und da müssen wir uns nochmal wirklich wesentlich weiter raus scrollen. Ja, da haben wir dann also wirklich die nächste signifikante Supportzone 19.200, 19.200 Punkte, ja, etwa dieses Level, diese Zone hier, also da wäre richtig, richtig Luft nach unten und das muss man erstmal abwarten, ob es denn so kommt. Also bislang alles hier relativ ruhiges Fahrwasser, dahingehend, dass es noch nicht die große Umkehr ist, aber ein bisschen Vorsicht muss man natürlich hier auch walten lassen, denn was hochsteigt, kann auch tief fallen, wobei der generelle Trend natürlich hier übergeordnet eindeutig bullisch ist. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wir werden sehen, was wir morgen aus dem Dow Jones oder S&P 500 noch rausholen können. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen einen schönen Ausklang des ersten Handelstags der Woche und wenn Sie mögen, hören Sie morgen hier wieder Jens Klatt, beziehungsweise später dann auch mich, beziehungsweise morgen in der Früh dann natürlich auch mit dem JFD Rohstoff- und Devisenradar, hier auch den Blick auf die Währungs- und Rohstoffmärkte. Immer gegeben, insofern eine gute Zeit, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.